Sammeln gleich die Texte immer gescheiter. Wir lernten von den Meistern und tragen die Fackel weiter. Weiter erschlagen! Ja, ihr ja, wackelt habe ich. Oh Gott, das geht aus. Was? Der war jetzt OG auf der Aufnahme. Naja, guck da hier, so leise warst du. Ich hab das ja nicht gehört. Naja, dann sprich mal da lauter rein. Apogee. Apogee. Löscht das erstmal? Ich lösche mit Rechtsklick. Hier, einfach. Was markiert denn dann hier? Jetzt kommt das Lied Galactica. Die Geschichte zu diesem Track, da haben wir so ein eine Generalsprobe hier bei Jörg gemacht, bevor wir überhaupt losgegangen sind, ob die Technik funktioniert. Und da wussten wir noch gar nicht so richtig, wo die Reise hingeht jetzt mit unserem Album. Also Science Fiction oder sonst was war noch gar nicht klar. Und dann haben wir uns dann, ich glaube Gregor hat es da auch reingebracht, gleich am Anfang, hier, hey, lass mal hier so einen Science Fiction Track machen. Dann, ja, okay, aber eigentlich soll es ein Urlaubsalbum werden. Naja, gut, nehmen wir mal jetzt Science Fiction und das haben wir dann gemacht. Also wir haben halt wie immer ordentlich getrunken. Frank war auch dabei und haben Raps geschrieben. Und das hat noch so jeder für sich gemacht. Und ja, und das war eigentlich dann so der erste Schritt zu dem Album. Weil das hat uns dann geprägt. Also nachdem der Track fertig war, haben wir dann gesagt, okay, lass uns jetzt das als roten Faden nehmen. Lass uns jetzt diesen Science Fiction nehmen und die Texte an sich, die sind jetzt noch nicht so richtig verbunden mit den anderen Tracks, aber was man so merkt, ist eben, oder was der Zuhörer hört in diesem Track, dass die Zukunft hart wird. Genau. Und genau, also die meisten kennen jetzt ja schon den Track, den habe ich ja schon mal irgendwie mal gepostet. Saskia hat ja dann auch ein bisschen den Beat mutiert. Ich habe den jetzt deswegen auch ein bisschen verändert, so dass wenigstens in den Refrain da mehr Chöre sind als jetzt dieser eine Melodie-Sample. Das ist jetzt nochmal eine kleine Produzentin. Der war übrigens eine gute Motivation, ne? Der hat schon den Beat, schon, ja, nee, den Beat. Den haben wir dann auf dem Weg dahin gehört, so. Haben sie total gefeiert. Das war nochmal so ein. Ne? Ja. Ich hatte gezeigt, dass wir noch können. Ja. Und dass wir mehr wollen als nur. Als nur fuck, fuck, fuck. Gut. Geht los! So lange geht das hier nicht mehr, ne? Ansporn für Jörg. Kannst du erkennen? Ja, aber es war auch ein Ansporn für die anderen Songs. Ciao. Das davor war so das Intro, ey, die Zukunft wird hart. Und ja, es wird hart, die müssen die Erde verlassen. Dass du uns dazu ermutigt hast, bei dem Lied so ein bisschen auch zu so unsere Stimmen halt so ein bisschen zu bringen und dann ein bisschen diese Audio, so ein bisschen mehr Melodie reingemacht. Wir sind ja nicht nur die harten Gangster-Rapper, ne? Wir haben auch ein bisschen Herz.